Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit unseren Norwegen. Wie man schon sieht, ich werde wohl das Osmanische Reich angreifen. Wie es ausschaut, wo die hier natürlich Frankreich so nicht so gut ausschaut. Müssen wir mal gucken, die haben halt einen Haufen Truppen, ne? Aber keine Rekruten. Die anderen allerdings auch nicht. Inklusive mir, das könnte ein Problem werden. Müssen wir mal gucken. Nicht wahr? Ob das gut geht. Aus meines Verbündeten mit Schweiz, Jemen, Swahili. Könnte die auch über die Krim angreifen? Das wäre auch eine Möglichkeit. Da wäre die Schweiz nicht weiter, da haben wir dann Swahili am Hals, die sind hier unten. Das ist jetzt auch nicht so optimal. Oh, jetzt ist das Ding ausgeklappt. Da brauchen wir noch einen Diplomaten, okay. Ah, talentierte und ehrgeizige Tochter, das klingt doch gut. Oh. Oh. Wow. Okay. Das nenne ich meinen Herrscher. Jetzt bitte nicht sterben. Das wäre schön. Ich bin gespannt. Also wenn die an die Macht kommen, ne? Bin ich sehr begeistert. Den löse ich mal auf. Also, ach, boah. Das wäre schon stark. Aber ich bin nicht sicher, ob das funktionieren wird. Bin ich ganz ehrlich. Wir kriegen da gleich Nationalisten. Ich mache das jetzt einfach so. Kommen die anderen raus? Ah, hier unten noch. Haben wir überhaupt Absolutismus? Ich glaube nicht, ne? Ja. Mit unserer Regierungsform kriegen wir da keinen hin. Wir könnten natürlich noch ein goldenes Zeitalter jetzt machen. Das würde uns schon mal Vorteile verschaffen, ne? Spricht da eigentlich nichts dagegen. Absolutismus kriegt man eh nicht zusammen. Ja, komm. Wir machen jetzt das goldene Zeitalter. So, mehr Moral. Und mehr Geld. Auf jeden Fall. Die müssen wir auch noch upgraden. So, wenn ich jetzt angreife, hoffe ich mal, dass es gut geht. Achso, Diplomat und so. Bin gespannt. Können wir vielleicht Swahili irgendwie dazu bringen, dass sie das Bündnis aufgeben? Nee. Leider nicht. Schade. Schwierig. Eigentlich müssten wir ja auch Britannien angreifen. Ach, was soll's. Ich versuch's einfach mal. Was soll denn da schon schief gehen? Bin gespannt. Puh, das wird jetzt wieder sehr interessant. Oh, ich habe 1:4. Okay. Das ist auch sehr interessant. Berge, Hochebene, gehen wir uns erstmal hier hin vielleicht. Die Frage, wie viele die hier noch stehen haben, ne? Und wir gehen erstmal dahin. Ja, geh erstmal da runter. Oh, das sieht wieder aus, das ist eine Koalition. Oha.
21 Schiffe, 25. Nee, das reicht leider nicht. Wohl eher nicht. Ich habe so viel Militärpunkte, ich könnte eigentlich die ganzen Festungen sprengen, ne? Das ist ja an sich kein Problem. Aha. Da haben wir echt noch einen Haufen Truppen. Okay. Berge. Ach Gott. Das ist wieder sehr unpraktisch hier. Ich krieg da auch keine Leute weiter rüber, ne? Kommt mal zurück. Nee, komme ich so nicht hin. Das war klar. Könnt die stürmen? Das wäre eine Idee. Gabun. Was sind das? Kongolesische. Könnte man konvertieren? 15 Monate. Machen wir das mal. Hauptstadt gehört uns. Sehr gut. Oh, Festungsverteidigung erhöht. Sehr gut. Könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? Achso, nee, das ist kein Start, ne? Dann geht das leider nicht. Bin mir nicht sicher, ob das gut geht. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube mir eher nicht. Abberufen. Wann kommt es nur an? Am 3. Okay. Ah, sehr geil. Voll besiegt. So gefällt mir das. Sehr geil. Es könnte natürlich sein, dass sie jetzt hier oben rumkommen. Das wäre auch eine Möglichkeit. So. Spring mir auch noch auf. Jetzt sind die da oben. Okay, es sind nur 100.000. Das geht eigentlich. Mailand hat immer noch keinen Nachfolger. Man könnte Staatsehe machen, den Thron beanspruchen. Ne? Sind dann mit Spanien verbündet. Also eher unpraktisch. Sind die echt hier oben rumgegangen, ne? Diese kleinen Säcke. Okay. Keine Ahnung, wo die hinwollen, aber ich folge dem unauffällig. Gucken, ob ich die abfangen kann irgendwie. Wo läuft denn hin, da oben hin? Versuchen wir die mal da abzufangen. Das wäre schön. Oh ja. Komplett weggehauen, sehr gut. So muss das.
Die blöde Festung hier könnte mal fallen, ne? Das wäre schön. Jetzt sind da Nationalisten alle rausgekommen, ist okay. Ich hoffe, da kümmern sich der Dings gleich darum. Das wäre schön. Oh, das ging auch schnell jetzt da. Drauf da. Sehr gut. So, Iskelle ist auch unser. Sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und da ist auch das nächste gefallen. Wunderbar. So, dann können die ihre Dinger allein befreien. Ja, jetzt kommen die ganzen Nationalisten natürlich auch raus, ne? Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Ah, guck mal, da unten sind Osmanen. Sugula ist auch gefallen, sehr gut. 32%. Das hier fällt mir. So, da hier gerade gar nicht zu sein scheint. Werden wir mal die Sachen besetzen. So. Sehr gut. So gefällt mir das. Das werden wir aufsprengen. Wir haben so viele Punkte an Militär, das passt dann schon. So, die Schweiz ist ein bisschen größer geworden, das ist okay. Habe ich nichts dagegen. Die können wir eigentlich auch noch mal aufteilen hier. Huh? So. Wenn wir einmal alles besitzen. So. Aha. So geht es ja nicht. Alles meins. Ah, warte mal. Versuch mal dahin zu kommen. Gucken wir, ob wir es auf die Insel schaffen, bevor da ein Schiff kommt. Jo. Sehr gut. Jetzt sind sie da unten wieder. Und das ist okay. Und der General ist gestorben, das ist okay. Und mal kurz hier rein, noch 2000 haben die jetzt, haben wir schnell reduziert hier, ne? Soweit. Ja, die haben auch keine Leute mehr, ne? Die haben auch keine, die haben alle keine Leute irgendwie. Finde ich nicht gut. So. Sehr schön. Die Insel ist auch unser. Jetzt müssen die da noch besetzen. Die warten alle hier. Okay. Müssen
Na, mal schnell runter. Beziehungsweise, wir können auch die hier nehmen. Das ist auch okay. Können wir dann hoffentlich da nochmal draufhauen? Das sind halt Haufen drumrum, ne? Das heißt, die werden dann alle reingelaufen kommen. Das heißt, wir müssen die schnell wegkriegen. Irgendwie. Warte mal, könnt ihr da auch reinlaufen? Ja, ne? Das geht auch. Werde mir mal hier kurz die Leute versammeln, so. Manufaktur, sehr schön. Bums und weg. Ah, jetzt werden die wieder außen rumlaufen. Das ist halt das Problem hier noch. Mit der Krim und so, ne? Müsste man dann eigentlich auch noch angreifen. Laufen wir mal da hoch. Und wieder was erfolgreich. Sehr schön. So, was war das? Handelssteuerung. Sehr gut. Sammelt euch mal da. Travagische Nationalisten. Oh, okay. Ich hoffe, das könnt ihr hier machen. Aber ich denke schon. So, wir müssten mal wieder Verbündete vielleicht. Obwohl, das passt eigentlich. Da könnte man mal noch Beziehungen verbessern. Theoretisch. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Mal gucken. Hier unten, da müssen wir hin. Ja, Portugal wäre halt so das nächste, ne? Hier so. Von Brunei könnten wir auch die eine Insel abkaufen. Wo sind die? Die da. Das ist Sunda, das ist Portugal. Das ist Bu. Ja, auch eine Möglichkeit. Ich weiß allerdings nicht, ob die Reichweite reicht. Ja, doch, wird reichen. Da werden wir da mal anfangen, Beziehungen zu verbessern. Würde ich sagen. Und bei Brunei kann man das auch machen. So, da können die da schon mal ein bisschen arbeiten. Oh, Eiszeit. Okay. Ja, scheint halt so nie wieder runterlaufen. Okay. Utrecht bedingst unseren Handel, okay. Da fehlt irgendwie einer, huh? Der da oben. Kannst du belagern? Oh ja. Kannst du. Ich glaube, wir müssen jetzt hier runterlaufen.
Das sieht nach Ärger aus. Wo seid ihr rausgekommen? Auch hier unten. Ja gut, das machen unsere Verbündeten, denke ich. Mal zumindest. Was war noch das hier unten? Okay. Ach, hier drüben brauchte ich auch was, ne? Stimmt. Hungersnot. Na, so ein Pech. Springen. Da steht ja noch einer. Was? Hessen kriegt das? Okay. Wie schaut es bei uns eigentlich mit den Manufakturen aus? Haben wir da ein bisschen? Ja, ne? Haben wir jetzt gar nicht bekommen, ne? Leider. Sehr schade. Ach, hätte er, wollte ich mal ausbauen, ne? Fällt mir gerade so ein. Machen wir das mal. Ein bisschen Geld rein investieren, so. Wo sind eigentlich denn ihre Truppen hier oben? Die alle schon weg, oder was? Halle bis unser. Und gleich weiter. Wir sind da zwei übereinander stehen, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aufspringen bitte. Geschenk an den Staat. Oh. Sehr richtig cool. Ich schaue das Geld in das Prestige. Ist ja super. Ja, die wo. Ach, jetzt sind sie wieder da oben drin. Okay. Ja, diese zwei Festungen stören noch ein bisschen, ne? Und da fehlt ein Kommandant. Nehmen mal die drei Armeen. Lass sie darüber laufen. Ah, jetzt ist der gestorben, der Gute. Verdammt. Gut, dass wir noch einen haben. Aha. Da oben sind sie jetzt auch schon wieder. Okay, haben wir noch einen rüber. Margaret die Zweite ist fanatisch geworden jetzt. Auch gut. Die können wir schneller konvertieren. Das ist okay. Ist das hier unten? Ach so. Jetzt haben die hier Besitz. Na toll. Na super. Ah, wir könnten da unten rein. Dann machen wir das doch. So. Die stehen da drüben. Schnappen wir uns noch den hier schnell. Pressefreiheit. Nein. Ja gut. Ich habe keinen Bock mehr so richtig, hoffe ich. Zumindest.
Wollen wir mal versuchen, die Festung zu schnappen? Ja, würde ich schauen. Das können wir mal versuchen. Hey, versuchen sie wieder da oben reinzukommen, oder was? Ach, guck mal, der Jem ist jetzt auch da. So, so. Ah, das eine haben sie uns gegeben. Perfekt. Sehr gut. So, Festung durch. Rein da. Das sollten die ja schaffen, oder? Zur Not können die noch schnell rüberlaufen. So, Zatan wurde überzeugt. So, Schammens durch. Wunderbar. Dann gleich mal weiterlaufen. Kann nicht belagern, ach man. Der kann belagern. Warum das halt so? Ist mir euch. Schaffen die das? Oh wow. Okay. Offenbar ja. Die sind aber stark. Die Polen, das ist nicht gut. Das könnte für uns ein Nachteil sein später. Oh. Der Gemahl ist gestorben. Nicht so toll. Keine Ahnung, wo die jetzt alle hinlaufen hier. So, wir sind jetzt bei 90%. Müsste auch reichen, oder? Müsste mal jemand abziehen. Brunei. So, Tigris ist auch schon durch. Ja, wunderbar. So gefällt mir das. Genau das da unten. Ich hoffe, die besetzen das jetzt für uns. Ah, das ist nicht gut. Da sind nur Kanonen drin. Okay. Mal gucken, wie schnell du da runterkommst. Oh Gott, das gibt wieder einen Haufen Verluste. Aber besiegt. Autsch. Nicht schön. So, hier oben ist es durch. Sehr gut. Die da oben sind auch in die Flucht geschlagen. 99%. Ja, was will ich denn mehr? Geil, das eine haben sie nicht besetzt. Ist aber okay. So, schauen wir doch mal. Frieden. Also das hier auf jeden Fall. Das und das. Dann haben wir alle, ne? Alle wichtigen Provinzen haben wir dann. Wenn ich das richtig sehe. Super. Kriegsreparation.
Können Sie noch erniedrigen? Günther, nee. Ich habe ein bisschen aufgeben auf mich. Träger aufkündigen. Swahili. Jemen. Der Schweiz. So. Jeden können wir lassen eigentlich. Könnt's aber hier noch Jerusalem schnappen, das wäre noch eine schöne Idee. Wenn wir keine direkte Verbindung haben. Weil das sind die gleichen, die da drin sind. Ja. Weil hier oben eine Verbindung natürlich auch schön gewesen wäre, ne? So, sehr schön. Damit gehört Jerusalem uns. Sehr schön. So gefällt mir das. Kann man leider nicht verkleinern. Das ist sehr schade. Wir haben die ganzen Dingesprovinzen. Hier ist noch eine Festung drin. Die können wir eigentlich abreißen. Die stört dann nur. Gelobtes Land, leider sind wir nicht jüdisch. Dann geht es nicht. Sehr schade. So, ziehen sich mal alle zurück. So. Dann gehen wir direkt nach Großbritannien und machen dann da weiter. Aber... das machen wir dann aus der nächsten Folge. Wir machen erstmal Schluss für heute. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.